Hallo zusammen. Ja, Elia Bali wurde ohne Augen, Nase oder Mund geboren. Ein Team australischer Ärzte war die letzte Hoffnung der Eltern des Jungen ohne Gesicht. Doch der Eingriff war mit Risiken verbunden und das Ergebnis für alle Beteiligten eine riesige Überraschung. Eine Gruppe von wohltätigen Spendern erklärte sich bereit, den Eltern zu helfen, die bereits jeden Cent ihres eigenen Geldes in Yahas Behandlung investiert hatten. Yahas Mutter traf das Schicksal ihres Sohnes besonders schwer. Die junge Frau erwartete eine Tochter und wünschte sich nichts sehnlicher als eine Sache. Yaha sollte seine kleine Schwester mit eigenen Augen sehen können. Um das zu erreichen, war Yahas Mutter bereit, das Leid ihres Kindes mit der Öffentlichkeit zu teilen. Sie stellte ein Bild ihres Sohnes auf Facebook, um nach Leuten zu suchen, die ihrem Sohn helfen konnten. Und tatsächlich, nur ein wenig später erhielt sie eine Nachricht von einer Frau namens Fatima Bakara. Fatima hatte das Bild auf Facebook entdeckt und war bereit, der Familie zu helfen. Schon kurze Zeit darauf buchte die Marokkanerin einen Flug nach Casablanca. Nach einer 6-stündigen Reise übers Land traf Fatima im Heimatdorf der Yabalis an. Die selbstlose Helferin schwor der Familie, eine Lösung für Yahas Problem zu finden. Auf ihrer Suche nach einem geeigneten Ärzteteam stieß Fatima auf den australischen Arzt Tony Holmes. Dieser hatte vor einigen Jahren bereits die berühmten siamesischen Zwillinge Trishna und Krishna erfolgreich getrennt. Doch Yaha war eine ganz andere Aufgabe. Anstatt lediglich etwas zu trennen, musste Yahas Gesicht völlig neu hergestellt werden. Der Eingriff war nicht besonders schwierig, sondern für den Kleinen auch lebensbedrohlich. Ohne Operation hätte Yaha viele Jahrzehnte weiterleben können, jedoch mit seiner schweren Gesichtsdeformation. Die Familie Yabalis stand vor einer schwierigen Entscheidung. Das Leben ihres Sohnes riskieren, um eine bessere Zukunft zu ermöglichen oder die Gewissheit über die Gesundheit ihres Kindes zu haben, der fortan jedoch ein schweres Leben führen musste? Oder weil Yahas Lebensqualität erheblich von seinem entstellten Gesicht beeinträchtigt sein würde, entschieden sich die Eltern schließlich für den Eingriff. Wenig später wurde Yaha ins australische Melbourne gebracht und dort von Ärzten untersucht. Holmes bezeichnete das Verfahren als großes Stückwerk, denn es mussten einige Eingriffe in Yahas Gesicht vorgenommen werden. Das Ärzteteam musste die Augenhöhlen des Jungen neu ausrichten und die Nase vollständig herausnehmen und neu einsetzen. Als Bindeglied sollte Yahas Haut und sein eigener Schädelknochen verwendet werden. Als der Eingriff schließlich näher rückte, war das Bangen bei Yahas Eltern sehr groß. Sie warteten lange 18 Stunden vor dem Operationssaal, bis die Ärzte schließlich herauskamen. Es war Tony Holmes selbst, der den Eltern die gute Nachricht übergab. Yaha hatte die Operation wohlbehalten überstanden. Er hatte ein vollständig neues Gesicht und damit die Aussicht auf ein ganz neues Leben. Yahas erste Worte nach dem Eingriff waren: "Danke, Herr Holmes." Die Zeit der Veränderungen ist für Yaha und seine Familie jedoch nicht vorbei. Weitere Operationen an der Nase stehen bevor und auch Augenprothesen soll der Junge erhalten. Seine Eltern und Yaha sind jedoch bereit, diese Hürden auf sich zu nehmen. Für die Eltern bedeutete der Eingriff an ihrem Sohn gleich doppeltes Glück, denn nur wenig später wurde Yahas jüngere Schwester geboren. So Freunde, was haltet ihr davon? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Das war's für heute, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn dir unser Video gefallen hat, würden wir uns riesig über einen Daumen nach oben freuen. Um keine weiteren interessanten Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.